Ja, hallo miteinander, ein neuer Tag im Überlebenskampf. Heute werden wir mal ein wenig auf die Händler gucken. Wir werden auffinden, wo welcher Händler ist. Wir werden gucken, was man beim Händler alles machen kann und worauf zu achten ist. Und wir werden gucken, wo gibt es einen Händler mit was Kuriosem? Ja, das gibt es hier nämlich auch. Dazu aber später mehr. Jetzt würden wir das Folgendes machen und uns fragen, was machen wir beim Händler? Ja, beim Händler kaufen wir Dinge, die wir brauchen. Zum Beispiel, wenn ich hier oben aufs Dach gucke, sind ja noch einige Solarkraftwerke ohne die Module, also ohne diese einzelnen Panels. Und Panels kann man natürlich finden oder man kauft sie einfach beim Händler. Des Weiteren kommt auch noch der Punkt hinzu, wir haben die Elektrotechnik. Die Elektrotechnik ist momentan der einzige Punkt, wo ich selber, auch, ne, obwohl ich jetzt schon knapp 200 Stunden in dem Spiel habe, selber nicht weiß, wie man Elektrotechnik hier pimpen kann. Wir haben momentan die Version 0.0.3.5. Einige Dinge haben sich schon massiv verbessert. Unter anderem kann man jetzt auch Steine stapeln, ne, was vorher nicht ging. Steine? Genau, wenn ich jetzt hier mal Steine mitnehme, sieht man, die stacken mittlerweile auf eine 5er Größe. Vorher waren die alle einzeln. Das war natürlich sehr lästig, gerade wenn man versucht hat, mit Steinen ein Haus zu bauen. Ich habe davon eigentlich immer abgeraten, aus Steinen ein Haus zu bauen oder von der Wände zu bauen. Aber in dem Fall ist das jetzt wunderbar. So, wie ihr seht, haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ich habe fast alles mitgenommen, weil es einfach völliger Quatsch war, das die ganze Zeit zu behalten. Eine Sache muss ich ja trotzdem noch erwähnen. Es gibt natürlich Dinge, die sollte man auf jeden Fall behalten, zumindest immer in Einzahl, und ihr müsst auch auf die Details achten. Wenn ihr zum Beispiel so ein Magazin, 762, ne, Magazin behaltet, dann steht ja da, 762 Erweiterungsmagazin, da steht das Gewicht da, okay, und da steht eine Modellnummer. Das ist ausschlaggebend, weil ein Magazin mit der Modellnummer 01 würde bedeuten, da passt nicht so viel Munition rein. Es ist einfach so. Jetzt haben wir hier ein Erweiterungsmagazin für 556. Jetzt gucke ich gerade mal, das ist auch Modell 2, haben wir gar nicht mehr da, ne? Ne, habe ich gar nicht mehr da, das haben wir schon, glaube ich, schon vorher ausgemistet. Hier ist 9mm, oh, ich sehe gerade, der fehlt eins nämlich, das muss ich auf jeden Fall hier lassen. Ist auch Modell 2, ich glaube, die Modell 1 haben wir schon, hier ist auch Modell 1, hier, ne, sieht man zum Beispiel. Jetzt müsste ich mir normalerweise, das mal vorführen, macht ja eigentlich Sinn, das mal vorzuführen, ne? Das heißt, ich bräuchte eine MP, oh, da ist ja eine, ja, was ein Zufall. So, ich bräuchte eine MP, ein bisschen Platz im Inventar, das kriegen wir auch schnell hin. Ein paar größere Gegenstände mal kurz ausmisten. Hier machen wir am besten da oben. So, so, pack die MP hier rein und jetzt können wir das mal schnell demonstrieren. 9mm Erweiterungsmagazin 02 und 01. So, das heißt, Modifikation. Das Modifikationsfenster geht auf. 9mm Magazin hier rein. So, und die Waffe in die Hand genommen. Und dann werdet ihr gleich was sehen. So, da unten rechts seht ihr, Einzelschuss. 35 ist die maximale Kapazität dieser Waffe. Okay, jetzt bauen wir das Ganze nochmal um. Modifikation, das Ding hier raus. Modell 02 rein. So, Waffe wieder in die Hand genommen. Und siehe da, Einzelschuss 45. Also dieses Magazin, Modell 02, hat einfach mal 10 Schuss mehr in der Magazinkammer als ja, mit dem Modell nur eins. Deswegen immer schön aufpassen, dass ihr da das richtige Zeug am Start habt. Die Tasche ist gepackt mit vielen Dingen, wo wir sagen, weg damit. Und dann würde ich sagen, mal auf zum Händler. So, wir sind jetzt zum Beispiel hier bei einem Händler, der war bei mir gerade um die Ecke. Das ist der Händler hier, hier oben. Dieser hier. Gleich mal zum Überblick, damit ihr gleich wisst, was Sache ist. Dort oben gibt es Tech-Prints. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr sucht noch irgendwie, keine Ahnung, für die Solaranlage, die Techprint, für die Bearbeitungsbank, die Techprint. Also sprich, diese Dinge hier, die ihr braucht, um das zu erlernen. Moment. Technologie. Hier zum Beispiel, ne? Quatsch, halt, da unten. Und Zeichnung eines Bearbeitungs... Hier, genau. Zeichnung eines Bearbeitungstisches steht ja da. Oder bei Solar. Zeichnung eines Solarstromerzeugers. Zeichnung eines thermischen Stromerzeugers. Hier ist auch irgendwo Zeichnung von einem Kühlschrank, Zeichnung, Anleitung zum Bau eines Gewächshauses. Diese ganzen Tech-Prints, die bekommt ihr quasi dort oben links in der Ecke. Auto, wenn ihr ein Auto findet, ist es meistens kaputt, eigentlich immer. Ihr müsst das Auto reparieren, ihr seid noch nicht so helle und könnt euch selber ein Autoreparaturkit herstellen. Dann müsst ihr dort zu diesem Händler. Über diesem Viereck, das ist eine Mine, da ist der nächste Händler. Jetzt gucken wir hier weiter runter. Hier ist ein Waffenhändler. Bei dieser, ne, da könnt ihr Waffen kaufen, aber Waffen sind teuer.
Der hier hat, glaube ich, Essen gehabt, so viel ich weiß. Der hier müsste auch Essen gehabt haben. Essen oder Tiere? Ich muss bei den beiden, bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich nochmal nachgucken. Der hier ganz rechts, der ist total kurios. Das ist der kurioseste Händler. Der verkauft Klamotten. Der verkauft aber auch Klamotten, die ihr sonst nicht finden würdet. Dazu später mehr. Und der Händler, das ist ja die Startinsel, wo ihr startet, der verkauft in den meisten Fällen Tiere. Das heißt, irgendeiner von hier unten, ich glaube, der verkauft auch Tiere. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der da oben, da bin ich jetzt überfragt. Genau, da gucken wir gleich nochmal nach, was der macht. Checken wir gleich nochmal aus. So. Wir sind beim Händler. Wie läuft es normalerweise ab? Also, ihr könnt beim Händler, könnt ihr drei Dinge tun. Erstmal, bevor ihr überhaupt handelt, guckt erstmal nach, was für ein Perk habt ihr. Weil ich sehe zum Beispiel, dass mein Charakter nicht gut im Handeln ist. Das heißt, bei ihm ist alles 10% teurer. Das heißt, handeln wir irgendwas und es kostet 500, kostet mich das am Ende nicht 500, sondern 550, weil ich diesen Perk habe. Hat jemand diesen Perk nicht? In dem Fall ein Malus-Perk, ne? Hat jemand diesen Negativ-Perk nicht, dann sollte er besser das Handeln übernehmen. Hat jemand ein positives Perk, also einen Bonus beim Handeln, sollte er das natürlich übernehmen. Gerade in der Anfangsphase, wo ihr nicht so viel Loot habt, ist das sehr, sehr hilfreich. Ihr könnt übrigens alles handeln, ne? Auch Bücher. Das heißt, Bücher, die ihr nicht braucht, je höherwertig das Buch ist, also ein Level 1 Buch gibt ungefähr 10 Punkte, ein Level 5 Buch bringt dementsprechend viel, viel mehr Punkte, die könnt ihr auch handeln. Bei jedem Händler. So, wie funktioniert das Ganze? Also, der Händler, ich möchte einen Deal machen. Hat gewisse Sachen, oh, ich sehe gerade, hier waren wir schon, das ist natürlich ärgerlich. Hat gewisse Dinge, die man kaufen kann. In dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wir holen jetzt mal die Dose Aufputschmittel. So, da steht, der will 0,55 Punkte haben, das war ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal was Teures. So ein Magazin zum Beispiel, ne? Sagt, er will 77 Punkte haben. Ignoriert diese Balkenanzeige hier unten. Die spinnt eh komplett durch die Bank. Also, ne, die braucht kein Mensch. Ne? Ihr wollt dieses Magazin haben. Das kostet jetzt 77 Punkte. So, und dann gucken wir. Ich habe hier eine Autobatterie. Die bringt 25 Punkte. Okay? Da fehlen mir noch 50, 52 Punkte. Dann nehme ich mal diesen Griff. Und siehe da, ich bin schon bei 75 Punkte. Jetzt fehlen mir noch zwei. Vielleicht so ein Licht. Und siehe da, ich bin schon bei 87. Habe eigentlich schon um 10 Punkte überrissen. Das heißt, wir könnten das normalerweise jetzt so machen. Und leg die Batterie jetzt nochmal runter. Ah, verdammt. Da fehlt jetzt ein Pünktchen. Okay, Stoffe. Ja, guck mal hier. Perfekter Handel. Das ist schon nahezu der perfekte Handel. Er will 77 haben. Wir bieten ihm 77,17. Passt. So, bestätigt. Jetzt hat er den Kram bekommen und ich habe hier so ein lausiges Magazin bekommen, ne, was ich jetzt nicht brauche. Aber ihr wisst, ne, ihr habt gesehen, so funktioniert das. Des Weiteren, jeder Händler hat eine spezielle Eigenschaft, die er euch beibringen kann. In dem Fall ist zum Beispiel jetzt sehr hilfreich, weil wir haben ja auch das Thema Elektrotechnik am Start. Und Elektrotechnik können wir Stand jetzt, Version 0.0.3.5, noch nicht erlernen an irgendwelchen Werkbänken oder etc. Das heißt, wir müssen es entweder erlesen oder wir lernen es von einem Händler. Das heißt, wenn ihr von einem Händler lernt, braucht ihr genauso wie beim Lesen hier unten Motivation. Ne? Motivation pushen könnt ihr durch Nahrung, Alkohol, Zigaretten oder diese kleinen Zeitschriften. Wer weiß, was da drin steht. Ne? Da könnt ihr eure Motivation wieder pushen. So, ich will von dir lernen Elektrotechnik. Mache ich jetzt. Dann sagt er zu mir, ich will ne, Elektrotechnik erlernen. Die erste Klasse kostet mich 20 Punkte. Oder gleich in die zweite Klasse gehen, kostet mich 40 Punkte. Oder gleich in die dritte Klasse gehen, kostet mich 60 Punkte. Kann wahrscheinlich passieren, dass das hier gar nicht funktioniert, weil ich hier erstmal die erste Klasse erlernen muss. 20 Punkte von was? Beziehung. Wie ihr seht, die Beziehung zu diesem Händler ist gleich null. Schlecht. Das heißt, ich muss erstmal diese Beziehung pushen, damit ich von dem überhaupt was lernen kann. Wie machen wir das? Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Genau, da klicken wir drauf und gucken mal, was passiert, wenn ich hier diese Autobatterie reinschiebe. Ich sehe da, Beziehungspunkte 25. Geil. Ich nehme mal das Magazin, das Ding hier. Oh, Beziehungswachstum 100. Und jetzt fällt euch was auf? 100, 100, 100. Es wird nicht mehr. Das heißt also, es gibt ein Cap. Es gibt ein sogenanntes Beziehungscap. Mehr wie 100 geht nicht. Das heißt also, ihr müsst aufpassen, dass ihr da nicht willenlos das Zeug hier reindonnert, weil nämlich irgendwann hier Feierabend ist. Das ist genau das Problem an der ganzen Geschichte. So, die Lampe kostet auch mehr, so wie ich gerade sehe. Wieso kann ich das nicht drehen? Ach, die Lampe ist 12. Da will ich jetzt auf 2 Punkte. Okay. Da will ich 2 Punkte verschleudern. Das ist nicht so schlimm. So, 100 hergeben. Jetzt haben wir Beziehung 100 und jetzt möchte ich die Fähigkeiten erlernen. Ja, die Elektrotechnik. Lernen wir.
Sagt er natürlich, ne? Das ist mir zu schwer. Das geht nicht. Du bist zu dumm. Du musst erstmal ganz von vorne anfangen. Na gut, okay, fangen wir von vorne an. Lernen wir das. Okay, gehen wieder in den Dialog. Ich will die Fähigkeiten von dir lernen. Ihr seht, 20 Beziehungen abgezogen. Elektrotechnik. Jawohl. Und ihr seht, auch die Motivation sinkt. Elektrotechnik. Fragt mich natürlich, warum immer wieder das Menü zugehen muss. Könnte man eigentlich in den Suggestions auch mal vorschlagen, dass das Menü offen bleiben kann. Ah, und damit ist, glaube ich, Punkt 1 schon erledigt, weil er sagt, geht nicht mehr. Lass uns gucken. Tada! Elektrotechnik 1. Wunderbar, wunderbar. Dummerweise kann man das halt nicht erlernen. Das heißt, Elektrotechnik muss man leider noch über den Weg oder übers Lesen ranholen. Aber wenn ihr genug Plunder habt und habt hier genug Motivation, dann können wir die Beziehung ständig aufrechterhalten. Das machen wir jetzt auch, indem wir einfach mal die Batterie hier reinschieben. Ja, die 80er auch drauf geschissen, 54. 80er Batterien sind eh für den Arsch, 120er und die Industriebatterien sind die wir wollen. Das geht schon hoch auf 84, dann machen wir noch eine Lampe dazu. So, 97, ja geht. Ah! Fehler! Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe wieder auf die 100 geguckt, dass es nicht über 100 geht. Hab auch vergessen, dass ich ja noch 40 Beziehungen hatte. Ich hätte also nur 60 rein, ne, nur so viel Kram reinlegen müssen, um 60 Punkte aufzustocken, um wieder auf die 100 zu kommen. Das heißt, ich habe jetzt Material gewastet. Ja, auch mir passiert das. Aber gut, dass das live passiert, also quasi, ne, hier passiert, dann seht ihr, so macht man es nicht. Okay, 23. Und jetzt seht ihr, das Bild ist schon fast schwarz-weiß. Ich bin nochmal auf 3. Das passt. Wunderbar. So schnell kann es gehen. Mehr lernen kann ich nicht. Ja. Beziehung habe ich noch 30. Ich könnte natürlich jetzt sagen noch, ich will hier kommen, hier, die verballern wir noch. Ne, nehmen noch ein bisschen Maschinenbau mit. So, das war's. So, ihr seht also, so funktioniert A, das Handeln, B, das Lernen. So, jetzt gucken wir uns einfach mal und ihr seht, jetzt habe ich ein bisschen viel gelernt. Nein, es zieht kein Gewitter auf. Meine Stimmung, man sieht es auch hier unten links, meine Stimmung ist komplett im Eimer. Ja, und die Stimmung kann man jetzt folgendermaßen aufwerten. Entweder ich drücke auf I, hier habe ich so ein Emoji, so ein Emotionsrad quasi. Ne? Ich könnte mich hinsetzen oder hinlegen. Das steigt jetzt langsam. Okay, die körperliche Stärke steigt. Motivation steigt extrem langsam. Und wenn man nicht richtig 100% gewaschen ist, steigt die eh nicht so schnell. Also stehen wir auch gleich wieder auf. Außerdem wird es gerade dunkel, sehe ich gerade. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes: Wir fahren jetzt zu dem Händler, wo ich eh gesagt habe, was macht denn der nochmal? Und gucken einfach nochmal nach, was er genau macht. Das heißt, wir machen einen Zeitsprung. Mittlerweile sind wir angekommen hier oben beim Händler und siehe da, das ist eine Pizzabude. Jetzt wollen wir mal gucken, was er hier uns anbietet. Alter Schwede. Okay, den sollten wir uns vielleicht besser mal merken, weil hier gibt es nämlich Sachen, die normal nirgendwo wachsen. Und ich werde versuchen, alles mitzunehmen. Allerdings muss ich jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht gerade, wo ich jetzt mit dem Auto hergefahren bin, habe ich hier einen Wolf und ein Wildschwein, wie soll ich sagen, wir haben uns getroffen. Und jetzt sind sie alle ganz müde. Und jetzt schlafen sie. Auch bei hellem Licht. So. Und werden mal gucken, was er denn für das Zeug so haben will. Und ich will auch gleich mal gucken, was kann man hier denn lernen. Na, guck mal einer an. Elektrotechnik. Aber dummerweise kenne ich das schon. Schneidern kann ich ja auch lernen. Zum Schneidern generell. Ich werde euch kein Video machen zum Schneidern. Und zwar deswegen, weil momentan über das Schneidern, abgesehen davon, dass man die Sachen reparieren kann, die man selber trägt, ab einem gewissen Punkt. Ab Schneidern 1 oder 2 kann man die Sachen, die man hier trägt, reparieren. Aber ich zeige euch deswegen kein Video zum Schneidern, weil momentan ist es so, dass das Schneidern, also sprich, also Sachen, die man selber craften kann, leider kein Benefit haben. Also sprich, entweder sind die genauso gut wie die Sachen, die man findet, oder die Sachen, die man findet, sind besser. Und das heißt, es lohnt sich auch nicht, das Schneidern jetzt auf 5 hier hochzudrücken, um hier irgendwas zu erlernen, wie zum Beispiel, hier hinten gibt es ja irgendwo noch eine elektrische Nähmaschine, um feine Stoffe zum Beispiel herzustellen, auch Garn und so weiter. Das bringt alles nichts, weil ich kann eh keine besseren Sachen herstellen. Und von daher, macht das momentan, Stand 0.0.3.5, keinen Sinn, euch etwas über das Schneiderhandwerk beizubringen, solange sich an diesem Status nichts ändert. Ja, wenn sich was ändert, kriegt ihr sofort mit. Ich werde euch sofort ein Video dazu machen, warum, weshalb und so weiter und so weiter. Gut, jetzt sind wir hier bei dem Kollegen. Machen wir das gleiche Prozedere. Ja, wenn man den Deal natürlich abbricht, irgendwie geht es natürlich nicht weiter, klar. So, nehmen wir mal erstmal die ganzen gute Laune Sachen hier mit. Da oben waren die Zigaretten, genau.
So, gucken wir mal. 23. Jetzt biete ich im Magazin an, das sind 60. Das heißt, ich mache jetzt hier so lange Sachen rein, bis ich auf den Wert des Magazins komme. Ich bestätige erstmal. Genau aus dem Grund, ne, damit ihr das hier auch seht. Wenn ihr Sachen kauft und die sind zu viel, schmeißt es halt einfach vor euch auf die Erde. Ne, was will er machen? Wo will er hin damit? Hilft ja nichts. Also ihr seht, es ist bei manchen Händlern extrem schwierig, da irgendeinen Schnitt zu machen. Ich habe natürlich auch das Auto dabei, ich Blödmann. Ne, deswegen frage ich mich gerade, was tue ich hier eigentlich? Weil ich könnte auch genauso gut Dinge, die ich erstmal nicht brauche, oder Dinge, die ich gerade erworben habe, hier in das Auto reinschmeißen. Dann hätte ich auch wieder ein bisschen Platz, ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Also ihr wisst jetzt, Handel, ja? Hier gibt es Tiere, Solartechnik und Batterietechnik, Essen und Rohware zum Essen, Blueprints, Auto, der hat auch, der Autohändler, dieser Autoreparaturhändler, der hat auch so schmackhafte Pausenbrote, so Vespa-Platten, die sind richtig geil, die können was. Waffenhändler, das könnte ein Tierhändler sein, Klamottenhändler. Ich würde sagen, wir fahren mal zum Klamottenhändler, denn darauf hat euch bestimmt schon die ganze Zeit gefreut. Was macht denn der Klamottenhändler und warum ist es denn da so toll? Das zeige ich euch jetzt. Das ist wirklich kurios. Zeitsprung! So, wir sind hier bei dem kuriosesten Händler, den es bei uns an Stand 0.0.3.5 auf dieser Karte gibt. Der ist hier unten an der Seite von dieser Großstadt. Dieser Händler, ja, wie soll ich sagen, ist sehr kurios, weil zum einen könnt ihr hier Klamotten kaufen, was eigentlich schon fast unsinnig ist, weil Klamotten findet man eigentlich überall, deswegen ist es ja so schön unsinnig. Das zweite ist aber auch, der bietet Sachen an, die es normalerweise gar nicht zu finden gibt. Wie zum Beispiel eine mittelalterliche Hose. Dazu die gepanzerten Schuhe. Da wollen wir mal gucken, ob man noch irgendwas Nettes hat. Ist egal, ob die Hose was kann oder nicht kann. Sieht einfach geil aus. Und ihr seht, der will sage und schreibe 177 Punkte dafür haben. Das ist natürlich nicht ohne. Also räumen wir hier mal auf. So ein Gewehrkolben bringt 80. Okay, alles klar. Dann haben wir es ja schon fast. Da fehlen noch 20. Ja, was gehe ich denn jetzt dafür? Habe ich irgendwas Low-Budget-mäßiges? 172, das ist zu wenig. Das ist viel zu viel. Ah, warte mal, wir könnten auch zwei Lampen benutzen, dann geht's vielleicht. Ja, 186. Gut, wir liegen ein bisschen drüber, egal. Transaktion bestätigt. So, die Hose hat er jetzt nicht mitnehmen können, weil hier etwas unaufgeräumt ist. Entschuldigung dafür erstmal. An alle Monks auf dieser Welt, Entschuldigung dafür. So, wollen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht, oder? Wenn wir uns schon so einkleiden. Ja, Moment. Klamotten. So, Buchse an. Jawohl. Und was haben wir noch geholt? Schuhe an. Okay, also, man kann es leider, warte mal, ich müsste mich wahrscheinlich mal hinsetzen oder hinstellen oder irgendwo hin. Man kann es leider aus der Perspektive nicht ganz so gut sehen, aber ihr seht, ich hab so spitze Stiefel an, ne? So spitze Schuhe an. Es gibt die komplette Montur, das heißt, ihr müsst alle 10 Tage mal reingucken und gucken, was er wieder hier am Handel hat. Der kann am Ende die komplette Montur hier anbieten, weil ich sehe auch gerade Schrotflinte, hier haben wir schon mal was gekauft gehabt. Die Tage sind euch rum. Ich müsste jetzt 2 Tage warten, damit das passt. Ihr kriegt also wirklich komplette Sachen bei dem und könnt am Ende eine komplette Rüstung mitsamt Helm bekommen. Und das sieht schon dann sehr kurios aus. Kann ich euch echt sagen. So, haben wir noch irgendwas? Ich gucke jetzt gerade mal. Händler ist soweit klar, ne? Klamotten, Tiere waren das, glaube ich. Genau, da hinten waren Tiere. Habe ich vergessen? Könnte auch Tiere oder Essen sein. Auto, Tech. Rohware, also Rohessen, Solar, nochmal Tiere, Waffen. Ja, das so im Großen und Ganzen. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt zur Karte, zum Beispiel gibt es irgendwo Hotspots für gewisse Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ne, ihr seid auf der Suche nach Kabeln, weil Kabeln werden ja später bei der Elektrifizierung zum Beispiel sehr rar. Hier oben ist ein riesiger Loot-Spot, da könnt ihr mit 5 Mann hingehen und 5 Autos und ihr kriegt das Ding nicht leer. Hier liegt so viel Loot rum in diesem Ding, das ist einfach unfassbar. Oder ihr sagt, ihr braucht Medikamente, hier ist ein Krankenhaus. Oder ihr sagt, ihr braucht Munition. Ihr könnt natürlich zu den großen Bases gehen. Hier unten ist eine riesige Militärbase. Genauso wie hier oben irgendwo war auch eine Militärbase. Ich glaube, das müsste eine Militär gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Entweder das oder das. Ich glaube, das hier war es.
Da kriegt ihr Munition. Ihr kriegt Munition von diesen Reihenhäusern hier vorne, die hier sind. Oder ihr kriegt Munition von der Polizeistation, die hier ist. Ne? Hier ist eine Polizeistation, hier vorne ist auch eine Polizeistation, eine kleinere. Also ihr könnt, es reicht eigentlich schon im Grunde genommen für den Start, wenn ihr hier hinkommt und lootet diese drei Reihenhäuser plus die Polizeistation. Da seid ihr eigentlich gut bedient und kommt eigentlich wunderbar klar. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr könnt jetzt handeln, ihr könnt jetzt Elektrotechnik lernen, ihr wisst, wo es kurioses Zeug gibt, ihr wisst, wo ihr so ein paar Dinge finden könnt. Ja, was gibt es noch mehr zu wissen? Weiteres im nächsten Video. In diesem Fall wird es dann wahrscheinlich die Medizin sein. Bis denn!